Und somit herzlich willkommen zur nächsten Motto-Stärken wir in Sachsen Let's Player. Wir gucken uns den Cat Challenger MT955C an für einmalige 435.000 Euro Anschaffungskosten. Modell und Textur. Ja, das wirkt auf den ersten Blick ja schon mal sehr brachial, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Texturqualität ist teilweise ein bisschen arg verpixelt, leider wohl bemerkt. Da die Front sieht okay aus, die Reifen gefallen mir, das Heck kann man an sich auch nichts dagegen klagen. Im Innenbereich sieht es soweit ganz solide aus. Wir haben eine Cola, wir haben Funk, wir haben Radio, wir haben Boxen, wir haben Handy. An sich alles da, hier, mir fehlt hier vorne eigentlich noch ein bisschen mehr Schnickschnack. Aber okay, an sich alles recht solide und somit gibt es auch für Modell und Textur 4 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Manueller Motorstart über die Taste Num Pad Ender und Umleuchten über die Position 1. Lichtgrip Num 2, Num 1 und Num Nummer 3. Normales Fahrtlicht über die Taste F. Vorderes Arbeitssicht über Ö. Hinteres Arbeitssicht über L. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber okay. Hube gibt es leider keine. Handbremse können wir mit der Leertaste aktivieren bzw. deaktivieren. Mit der Taste Numpad 9 können wir die Lenksperre deaktivieren bzw. aktivieren. Ansonsten können wir noch mit der Taste Num 7 und Num 8 die Doppelbereifung hinzuschalten. Dann wird hinten auch diese Verlängerung ausgefahren mit dem Kennzeichen NL hinten dran. Alles wunderbar. Und somit gibt es auch für Funktionalität 4 von 5 Sternen. Kommen wir mal zur Fahrphysik. Das Ganze lässt sich eigentlich recht solide steuern. Ich muss aber sagen, wenn der hier irgendwie knicken tut, das wackelt alles so extrem. Ich habe so das Gefühl, die Kamera ist irgendwie falsch eingestellt, weil das zittert. Also man sieht es hier, es zittert am Bild einfach. Und das kann ja eigentlich an sich nicht normal sein. Aber ansonsten mit 40 km/h fährt das Ding recht solide, nicht zu schnell, nicht zu langsam, das läuft und somit gibt es auch für Funktionalität 4 von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Lok. Das sind leider ein paar PNGs drin, Store, DDS und Main PNG leider. Somit gibt es auch für die Lokfehlerfreiheit heute schon hin 4 von 5 Sternen. Persönliche Meinung. An sich ein schöner Mod mit noch ein paar Macken, die ausgemerzt werden müssten. Insbesondere hinten das Zittern beim Lenken, das ist an sich doch sehr nervig. Ansonsten vielleicht noch ein paar kleinere Gimmicks, den Lok ausbessern und ja, hier und da ein paar kleine Scripting-Fehler. Und dann würde das Ganze eigentlich solide laufen. Ich gebe hiermit für persönliche Meinung 4 von 5 Sternen. So bekommen wir auf ein Gesamtergebnis von 16 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 4, also eine Gesamtbewertung von 4 von 5 Sternen. In dem Sinne, wollt ihr euch den Mod downloaden, Link der Videobeschreibung, beim Mod bedanken bzw. ihm Verbesserungsvorschläge für die nächste Version dalassen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute, haut rein!